Vielleicht finden wir ja auch noch mehr hier drin. Weißt du ja nicht, ne? Mechanik. Diese Bücher sind wohl nützlich, um Autos und Motorräder zu reparieren. Denn prinzipiell zeigt uns genau dieser Abschnitt in diesem Spiel, dass es nichts gibt, was nicht irgendwie in einem Buch niedergeschrieben wurde. Es gibt nichts, was nicht in einem Buch beschrieben wurde. Das ist eigentlich das Schöne an Büchern. Jetzt werden einige sagen, es gibt doch Filme. Gerade die Jüngeren unter euch, da würde mich interessieren, sind Bücher da noch so, also habt ihr Bücher, lest ihr Bücher oder sind die für euch schon out? Ich finde, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich meine, so ein Buch ist immer noch was anderes als ein E-Book, als eine Datei. Und es macht doch immer noch was anderes aus, wenn du eine Geschichte im Kino guckst oder als Film guckst, wo dir die Fantasie ja quasi die Bilder vorgibt. Als wenn du das Ganze tatsächlich selber in deinem Kopf dir zurecht malst. Und ich glaube, Fantasie zu haben und Fantasie zu entwickeln, ist etwas ganz, ganz Wichtiges und auch etwas, was man, glaube ich, nicht verkommen lassen sollte. Daher finde ich Lesen als sehr, sehr, sehr wichtig. Denn die Bilder, die Szenen, die entstehen in deinem eigenen Kopf. Ne? Diese Bücher haben schicke Cover. Sie sind cool. Was aber hier? Bücher über Elektronik. Wie man Fernseher und Radios macht, schätze ich. Licht auf deine Tasche. Ich wollte gucken, was hier unten drin ist. Was ist hier? Eine Büchersammlung über Tiere. Da ist ein Band über Vögel. Eine andere über Amphibien. Säugetiere, Fische, Insekten. Ach, Tiere sind cool. Wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, einige von euch wissen ja, dass ich studierte Naturwissenschaftlerin bin im Fachbereich der Biologie. Ich habe ursprünglich angefangen mehr in Richtung Chemie, also ja, Naturwissenschaften. Und die Naturwissenschaftsabteilung war schon immer von Kind auf an die Abteilung, die mich am meisten fasziniert hat. Also wirklich Physik, Chemie und Biologie. Das waren tatsächlich immer die drei Themen, die mich immer schon irgendwie begeistert haben. Zwei Bücher aus derselben Reihe. Wissenschaft für Gläubige. Band A, die Dinosaurier. Band B, Epoisimuove. Was auch immer es heißt. Algebra, Arithmetik, Statistiken, Geometrie, diskrete Mathematik. Mathematik. Ich weiß, was das ist. Das ist nützlich, um Geld zu zählen und Fleisch im Laden zu wägen. Hat sie ja eigentlich gar nicht so unrecht. Betriebssysteme, Programmieren, Internet, weiter. All diese Regale sind voller Wissenschaftsbücher. Das wird wieder eine Enzyklopädie sein. Es ist eine Art Sammlung von Büchern. Die Wissenschaft von DIY. Was? Ist dieses Zeug wirklich so kompliziert, dass man eine Enzyklopädie dafür braucht? Spannende Frage. Diese Bücher haben schicke Cover. Sie sind cool. In diesem Bücherregal gibt es Bücher über, ich glaube, da steht Anthropologie? Salzsäure in Kaliumsulfat und andere Experimente, um Chaos und Verwüstung anzurichten. Einige dieser Bücher haben seltsame Titel. Allerdings. Die sehen aus wie Bücher über Wissenschaft, den menschlichen Körper und so etwas. Schrödingers Katze und andere seltsame Experimente. Vorschulphysik, Quarks und Fäden. Löcher, Band 1. Wurm, Band 2. Schwarz. Was? Okay, sehr gut. Da müsste ja irgendwo dann auch die Stephen Hawking-Reihe stehen. Pff, Bücher über Politik. Ja, man sagt ja Politikwissenschaft, aber stehen die hier richtig oder stehen die falsch? Vermutlich Bücher über Wissenschaft und solche Dinge. Verschiedene Farben und Dicken. Aber ist euch mal aufgefallen, in der Wissenschaftsabteilung ist die einzige Abteilung, wo sie vermehrt gesagt hat, oh, die sehen aber cool aus. Also wo sie ja nicht so interessiert wirklich drauf geguckt hat. Egal. So, ich will euch ja auch nicht noch mehr langweilen, außer fast zwei,
zwei Folgen Büchertitel vorzulesen. Aber mehr, wenn das Spiel so konzipiert ist, dann ist es so konzipiert. Sondern wir werden jetzt wieder nach unten fahren und aber auch geil ist, dass er, obwohl er weiß, dass die Karte weg ist, einfach nur vor diesem Gerät steht und sich aufregt. So, wir haben die Karte. Wir reden erstmal mit ihm. Hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ah, okay. Ich gehe, hab Dinge zu erledigen. Aber lass es mich wissen, wenn du meine Karte findest, okay? Ja, wir haben deine Karte. Ja, ich wusste nicht, dass... Oder wollen wir... Warte, eben zu ihm gehen! Ich habe eine ganz andere Idee. Lass uns doch erstmal gucken, ob wir in diesen Raum reinkommen. Sieht aus, als lässt sich diese Tür mit der Zugangskarte öffnen. Mal sehen, was drin ist. Wollen wir das heimlich tun? Wir können ihm die Karte ja danach zurückgeben. Geil ist auch, dass ihr das da, der Bibliothekarin hier jetzt zu unserer Rechten, dass ihr das nicht auffällt. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt die Besenkammer. Ah, das muss der Lagerraum sein. Muss sie die Sachen aus der Bücherei lagern. Vielleicht, also, hier gibt's einen Karton. Die Kiste ist leer. Aber die nicht. Da ist nichts drin. Aber die ist doch nicht leer. Oder ist da auch nichts drin? Okay, dann haben wir hier ein Formschild. Was soll wieder mit dem Wischmopp? Ein Eimer und ein Mopp, um den Boden zu wischen. Ich weiß, es scheint, als könnte ich alles in meine Tasche stecken. Aber ich will diesen Eimer und den Mopp da nicht reintun. Ah, ist das die Internetverbindung? Sieht so aus, ne? Was haben wir hier? Was ist das? Verschiedene Pakete mit leerem Papier. Kann ich die mitnehmen? Wir klauen Papier! Wir nehmen nicht nur alle Bücher weg. Guck mal in ihre Tasche rein, ne? Wir haben hier alle Bücher, die wir mitnehmen konnten, haben wir eingesackt. Warum auch immer. Und jetzt haben wir auch noch das Kopierpapier geklaut. Agatha ist eine Diebin. Können wir noch mehr mitnehmen? Ich habe so ein Paket. Ist in der Decke, dass du noch mehr mitnehmen kannst. Du hast noch mehrere Bücher. Ein paar Tuben mit Druckerfarbe, glaube ich. Ah, ja, 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 ja. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Diese großen Kopierer haben tatsächlich, die muss man so reindrehen. Also die Rollen, die Farb. Sind halt wirklich so eine Rollen, die man so reindrehen muss. Magenta, blau und gelb. Ich habe keinen Drucker zu Hause. Manchmal benutze ich Tierblut, wenn ich während einer Opferung etwas aufschreiben muss. Es dauert ewig, es verboten in den Wänden abzubekommen. Aber so ist das Leben. Der Schlachthof muss sauber sein, um eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen. Um auch den Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Gut, sie ist klein. Das weiß ich noch nicht. Stifteschachteln. Hier ist sie auf Zigaretten getippt. Haben wir jetzt dafür irgendwas? Weil, guck mal, ich war jetzt gerade überlegen, haben wir jetzt dafür... Ach so, hier geht's weiter, da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil, ich wollte gerade sagen. Haben wir jetzt dafür was zurückgelegt? Aber nee, wir nehmen einfach alles mit. Und dieses kleine Mädchen, guck mal, was dieses kleine Mädchen in ihrer Tasche hat. Es ist so unnormal. Es ist so unnormal. Das ist genauso, wie wenn ich jüngere, also Grundschüler sehe irgendwie, die teilweise so unfassbar viele Bücher mit sich rumschleppen müssen, wo ich auch denke so, wow, okay, die armen Kinder. Kisten mit Büchereizeug. Ich kann nichts Interessantes in diesem Regal sehen. Was ist das? Mehr Bücherei zu. Sieht ja aus wie Play-Doh-Knete. Archivkisten. Ich glaube, meine Mama hat eine von denen, wo sie alle Rechnungen lagert. Brauchst du noch eine? Nee, mir sind die Dokumente dieser Bücherei egal. Gut, also heimlich müssen wir jetzt wieder rauslaufen. Oh Mann, weißt du vor allem, wie schlimm das ist? Weil dieser Typ hier... Der hat heute seinen ersten Arbeitstag in dieser Bücherei. Vermutlich würde er auch noch sowas wie eine Probezeit haben. Und wenn die Bibliothekarin, also seine Chefin, merkt, dass da Material aus der Kammer fehlt, er hat zwar dann die Bücherei oder die Kopierkarte wieder, aber wenn die mitkriegt, dass da was fehlt, die beschuldigt ihn doch. Wir sind schuld, wenn er seinen Job verliert. Uff. Ich fühle mich gerade so ein bisschen schlecht. Wir geben ihm die Karte. Ich habe deine Karte gefunden. Ernsthaft?
Ja, hier bitte. Wundervoll, dafür habe ich nur Papier und Stifte geklaut. Spannend ist ja, was jetzt gleich rauskommt aus dem Kopierer. Die Kopien sind fertig. Danke. Kein Problem. Hey, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Könntest du für mich auf die Karte aufpassen? Wäre es nicht besser, wenn du sie behältst? Nein, denn dann werde ich sie wieder verlieren oder vergessen, wo ich sie hingetan habe. Sie in einem Buch aufzubewahren hat nicht geholfen. Aber ich bin mir sicher, ich kann mir merken, dass ein kleines Mädchen mit blauen Haaren meine Karte hat. Nun, okay. Es hat ja einen Sinn, dass es da zugangsgeregelte Türen gibt. Aber gut, jedem dahergelaufenen Mädchen einfach die Karte geben. Er legt es selber drauf an, seinen Job zu verlieren. Wie heißt du eigentlich? Agatha. Sehr gut, Agatha. Wenn ich die Zugangskarte brauche, um in das Lager zu kommen, suche ich nach dir. Okay. Bleibst du bei mir? Nein, danke. Ich hab Dinge zu erledigen. Okay, wir sehen uns. Und vielen Dank, dass du mir die Karte gebracht hast. Es war ein Erfolg! Barmherziger Samariter. So, und jetzt, meine Lieben, fahren wir nach oben in den Copyshop. Wir haben ja noch eine Mission zu erfüllen. Und vielleicht kommen wir da ja ein bisschen weiter. Ich bin sehr gespannt. Wir sind ja nur einmal kurz reingegangen und dann gleich wieder rausgegangen. Hängen wir fest? Hängen wir im Fahrstuhl fest? Hallo? Wie gut ist das denn? Aber wir haben ja zumindest jede Menge leere Bücher. Können wir ja schon mal die Heilige Schrift verfassen. Im Fahrstuhl. Geil. Jetzt fährt er weiter. Oh, also, ne? Seid ihr schon mal im Fahrstuhl stecken geblieben? Ich Gott sei Dank noch nicht. Na, Mädchen, geht's dir gut? Na, ich weiß, ich esse viel Fleisch. Aber bin ich wirklich so fett? Das ist ein Erfolg. Strandkörper. Geil. Die Arme. Und das Ding hat keine Treppe. Ist euch das mal aufgefallen? Also hier brandschutztechnisch muss ich da mal so ein paar Dinge anmerken. Also, bei dem haben wir ja schon vermutet, dass es vielleicht irgendwie der Freund sein könnte von der Comic-Verkäuferin. Reden wir erst mit ihm? Komm, wir reden mit ihm. Ihm gehört der Laden. Er verkauft Schulutensilien, bindet Notizbücher und macht Kopien. Und uns vielleicht ein Buch mit leeren Seiten. Hey, brauchst du etwas? Was haben wir da zur Auswahl? Also, vielleicht haben Sie etwas, ein Buch mit was? Haben Sie ein leeres Buch oder etwas ähnliches? Ich gebe ihm das Papier, damit er mir ein Buch machen kann. Das finde ich sehr gut. Mehr brauche ich nicht. Komm, ja, komm. Wenn wir noch mal Papier brauchen sollten, können wir es uns immer noch holen. Also. Ich habe einen Stapel Papier. Kannst du mir ein Buch machen? Natürlich kann ich das, aber du hast Geld, oder? Ah, wir haben doch einen Flyer. Warte. Genau. Ich habe diesen Flyer. Lass mich mal nachsehen. Ja, darauf gibt's Rabatt. Ah, mit dem Rabatt ist die Bindung gratis. Cool. Sehr gut, lass uns das machen. Geil, das heißt für uns komplett gratis, weil wir das Papier hier geklaut haben. Gib mir die Blätter, die du binden möchtest. Ja, bitte. Wir brauchen roten Einband, war das nicht so? Ich glaube. Ist das jetzt das Bindegerät? Fertig. Hier ist ein leeres Buch. Aber es hat, glaube ich, keinen roten Einband, ne? Brauchst du sonst noch etwas? Ich glaube nicht, danke. Okay. Wenn du etwas brauchst, du weißt, wo du mich finden kannst. Bis dann. Lass uns mal in die Tasche gucken. Wo ist denn das Buch? Ein leeres Buch, wo nichts drinsteht. Aber wir brauchen es mit einem roten Einband. Wir brauchen es also theoretisch
irgendwie mit, naja, egal. Müssen wir mal gucken. Aber das wird, glaube ich, noch nicht richtig sein. Guck mal, ob wir hier noch mehr auswählen können. Hallo? Richtig, er muss rot sein. Der Einband von dem Buch, das du mir gemacht hast, ist weiß und langweilig. Kannst du ihn gegen einen roten austauschen? Das kann ich nicht machen, tut mir leid. Ich habe nur solche Einbände wie der für dein Buch. Aber wenn der Einband eine andere Farbe haben soll, könntest du ihn selbst einfärben. Ich gehe. Selbst einfärben? Sollen wir den jetzt anmalen? Vielleicht doch mit der Tinte. Wir gehen gleich schon mal in den Raum, gucken, ob wir die Tinte mitnehmen können. Bis später. Also, was sehen wir hier Schönes? Was sehen wir hier? Der Kopierer dieses Typen. Das wird vermutlich das Bindegerät sein, ne? Ich wusste nicht, was das für eine Maschine ist, bis mich meine Mama gebeten hat, hier ein paar Rezepte binden zu lassen. Als sie diesen Typ gegeben hat, hat er sie in die Maschine gesteckt und nach einer Weile kam da ein Buch raus. Es war wie Magie. Süßigkeiten für Leute, die nicht wissen, was gut für sie ist. Mini-Würstchen oder Chorizo sind die besten Snacks, nicht dieses süße Zeug. Das heißt, sie ist als Snack auch keine Chips, sondern Wurst und Speckstreifen. Also, wenn die kleine Agatha brav war, gibst du ihr zu der Belohnung einfach einen Speckstreifen. Süßigkeiten. Gut, da haben wir Süßigkeiten. Hier haben wir irgendwelche Posterplakate und ein T-Shirt. Ach so, die machen wahrscheinlich auch T-Shirt-Druck und sowas, ne? Eine Korkpinnwand mit Postern, einem T-Shirt und Mustern. So, da haben wir jetzt die Größentabelle The Ocean Plagiatel Tour. Ja, genau, da sehen wir so eine Farbpalette. Oh, vermisste Katze. Oh, eine verlorene Katze. Armes Ding. So, was haben wir hier? Die sehen aus wie Zeitschriften über Videospiele, Musik und Klatsch. Und ein paar Aufkleber. Jetzt ist nicht die Zeit, dieses Zeug zu lesen. Und hier haben wir wie in jedem gut sortierten Copyshop auch noch eine Menge an Büromaterialien, die wir kaufen können. Große Stücke von verschiedenfarbiger Pappe. Die sind wie die, die ich im Kunstunterricht verwende, um Tiere darauf zu malen. Aber sowas kannst du auch als Einband nehmen. Ich brauche keine Pappe. Aber theoretisch könnte sie sich einen Einband basteln, wenn sie einfach eine rote Pappe nimmt und das Buch, was gebunden ist, da reinklebt. Ich glaube, das nennt man Pauspapier. Es ist fast durchsichtig und leicht zu zerreißen. Ich werde nicht einfach alles mitnehmen, was ich sehe. Wie auch immer, ich bezweifle, dass ich es umsonst bekommen würde. Aber hast du nicht noch ein bisschen Geld? Kleine Papierquadrate, um darauf zu schreiben und sie irgendwo hinzukleben. Wofür brauche ich das? Weiß ich nicht. Stifte. Früher haben wir in der Metzgerei einen Haufen von denen verbraucht, als wir noch viele Bestellungen hatten. Ich habe schon genug Stifte. Stimmt, die hat sie ja geklaut. Entschuldigung, habe ich vergessen. Zeug für den Kunstunterricht in der Schule. Kunst ist das einzige Fach, in dem ich wach bleiben kann. Mir gefällt das Fach, aber ich mache immer dasselbe. Ich besorge mir riesige Pappstücke, male viele Tiere drauf und schneide sie dann aus. Wenn ich keine Lust mehr habe, mit ihnen zu spielen, schneide ich sie mit der Schere in kleine Stücke. Dann gebe ich die Stücke einem Jungen meiner Klasse. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern, aber er liebt es, Papier zu essen. Dasselbe ist an Ralph Wiggum. Oh, sehr gut. Ich sehe ihm gern dabei zu, wie er die Tierstücke isst, die ich gemalt habe. Das bereitet mich auf meinen Tag in der Metzgerei vor. Krank. Da fehlen mir die Worte. So, jetzt gucken wir doch schnell an, was sie zu den Ordnern sagt und dann sind wir auch raus. Ich hatte mal genauso einen Ordner. Ich habe ihn die ersten paar Tage mit in die Schule genommen. Aber ich habe ihn nie benutzt, weil ich nie Notizen gemacht habe. Ja, weil sie... Aber was macht sie dann in der Schule? Deswegen habe ich ihn meiner Mama gegeben. Auch den wird sie wahrscheinlich... Ja, genau. Also sie braucht jetzt keinen. Und was ist hiermit? Meine Mama hat solche Schachteln, um dort drin die Bestellung und Rechnung zu lagern. Ja, aber es gibt immer weniger, deswegen braucht ihr es nicht. Habe ich verstanden. Ich glaube, das sind Pappkartons. Und auch die willst du nicht. Gut, mein Schatz, dann gehen wir jetzt raus. Ist so die Frage, wo gehen wir jetzt als nächstes hin?